Das waren die glamourösesten Looks bei Man of the Year. Auffallen ist die Devise. Am vergangenen Donnerstag fanden wieder die jährlich wiederkehrenden GQ Man of the Year Awards in Berlin statt. Jedes Jahr werden hier herausragende Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien mit einer Trophäe ausgezeichnet. Irreführend ist der Name der Veranstaltung, denn es werden auch Preise an die Damen der Gesellschaft vergeben. Auch wenn die Gewinner schon im Vorhinein feststehen. Welcher Star konnte an diesem Tag mit seinem Outfit punkten? Schwarz war wohl bei einigen das Motto des Abends. So auch bei Maximilian Mund. Der sich in einem schwarz-transparenten Oberteil mit vielen Glitzersteinchen zeigte. Dazu trug er eine schwarze Anzughose. Er präsentierte sich auf dem roten Teppich mit viel Selbstbewusstsein. Auch Solin Omar setzte auf Schwarz und kombinierte einen Zweiteiler aus Spitze mit einem weißen Kragen und passenden weißen Ärmeln. Der britische Schauspieler Eddie Redmayne, 40, war ebenfalls in Berlin mit dabei. Er wollte sich mit einem beigefarbenen Mesh-Oberteil, das mit roten Blumen aus Pailletten und Glitzersteinen bestickt war, von den anderen abheben. Paulina Rojinski, 37, glänzte ebenfalls in einem einzigartigen Hosenanzug von Gucci. Er bestand aus einem glänzend dunkelgrauen Stoff, dazu trug sie eine silberne Krawatte aus Metall. Neben diesen auffallenden Looks glänzten aber auch alle anderen Stars in außergewöhnlichen Outfits. Es schien, als wäre Hauptsache Glitzer das Motto des Abends gewesen.